wie man Pralinen ganz einfach selbst machen kann, das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar mit zwei einfachen Zutaten. Und zwar, ich habe hier einmal Marzipan und das habe ich hier einmal Nougat. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Varianten. Natürlich kann man einfach Förmchen nehmen, wenn man welche zu Hause hat. Oder wenn man natürlich keine Förmchen hat, kann man es auch einfach bei Hand machen. Ich zeige euch zum Beispiel mal eine einfache Form. Wir haben jetzt Apfel Ostern. Dann machen wir einfach kleine Kugelrollen und die dann wieder zu einem Ei rollen. So, dieses Ei machen wir ein kleines Loch hinein. Nehmen ein kleines Stück von dem Nougat. So, das mal zur Seite legen. Und das rollen wir auch wieder als Kugel. Und diese kleine Kugel verstecken wir einfach in dieser Marzipan. So, dann drücken wir das alles ein bisschen rein. So, dass alles gut mit dem Marzipan außenrum verschlossen ist. So, dann rollen wir das wieder, wir dann Klöße rollen zu einer Kugel und dann wieder zu unserem Ei. So. Und schon fertig haben wir zum Beispiel schon mal eine Praline. Des Weiteren könnten wir natürlich, wie es auch die Formen, die ich jetzt hier schon vorbereitet habe, auch wieder ganz einfach das Marzipan nehmen, zu einer Kugel rollen, das wieder schön in die Form reindrücken, ein Loch machen, hier ein bisschen das Marzipan rausdrücken, das ist ja unser Verschluss danach. Dann nehmen wir wieder eine Kugel von dem Nougat, das ist unsere Füllung dann wieder. Die Kugel stecken wir wieder rein, Marzipan wieder als Deckel oben drauf, alles wieder schön verschließen, so, und Muller einfach rausdrücken und schon fertig mit Praline Nummer 2. So, dann, wie kann man das eine verzieren? Zum Beispiel ganz einfach natürlich einfach nur mit Puderzucker einfach drüber streuen. Das ist das ganz einfache Variante. Das ist so. Oder was man auch machen kann, wenn man hat, das Ganze anmalen. Das sollte man natürlich nicht die Malkastenpinsel nehmen. Logisch. Ich habe mir speziell neue dafür gekauft jetzt. So, und dann einfach Lebensmittelfarbe nehmen. Ein paar Tropfen reichen schon. Einen Teller machen. So, ein kleiner Tropfen ist schon genug. Dann können wir einfach die Praline anmalen. So. So, fertig. So, wie ihr seht, ist es ganz einfach, eine Praline selbst zu machen. Weil wie oft bekommt man einfach einen Besuch, spontan, und man hat nichts zu Hause. Und was machen? Schnell einfach und eine gute Idee und kommt immer gut an. Süßes wird immer gegessen. Was natürlich noch eine Möglichkeit ist, ist mit Schokolade das Ganze verzieren. Aber dafür müssten wir jetzt die ganze Schokolade erstmal temperieren und tablieren. Aber das möchte ich euch gerne in einem nächsten Video zeigen. So, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!